Am Samstag, den 9. September 2023, findet das erste Basecamp in Berlin statt. Direkt am Tempelhofer Hafen, wo es natürlich Berlin-typisch urig schön ist. Ganz besonderes Highlight, der Vortrag von Fabian Raabe über New Work im Neandertal. Wir als WBS-Gruppe werden dieses Event hosten. Schon ganz neugierig darauf, wie es sich anfühlt, dieses Event mal von der anderen Seite zu erleben. Es gibt viele Menschen, die sich mit ähnlichen Fragestellungen beschäftigen, nämlich wie sieht die Arbeit von morgen aus? Ihr hört das Community Radio von Expedition Arbeit, dem Netzwerk zur Gestaltung der Arbeitswelt. Jeden Montag erscheint dieser Podcast und präsentiert Nachrichten und Meinungen aus der Welt der Arbeit und Zusammenarbeit. Mehr Informationen findet ihr unter expedition-arbeit.de und bei LinkedIn. Und jetzt am Mikrofon Florian Stettler. Expeditionsgemeinde, liebe Mitglieder und alle, die schnorrend einfach so mithören. Seid herzlich gegrüßt und willkommen zu dieser letzten Sendung im August 2023. Auch bei uns im Südwesten sieht man jetzt schon das Ende der Sommerferienzeit nahen und heute meldet sich euer Community Radio das erste Mal seit ein paar Wochen im klassischen Magazinformat zurück. Ihr könnt euch also auf verschiedene kurze und längere Beiträge freuen. Ganz besonders freue ich mich immer, wenn wir neue Mitglieder in der Community-Redaktion begrüßen dürfen. Das ist auch heute wieder so. Wir begrüßen das Duo Dirk Schulte und Axel Gundolf, beide Gründer des Elementar-Instituts, selbst erfahrene Podcastmacher und als solche jetzt mit dem ersten Teil ihrer neuen Radiokolumne, die mit der Komplexität tanzen. So circa alle 4 bis 6 Wochen gibt es einen Beitrag von den beiden jeweils nach dem Prinzip These und Antithese. Und zum Start haben sie sich das Thema Planbarkeit vorgeknöpft. Auch zurück aus der Sommerfrische in Italien ist unser oberösterreichischer Gedankencowboy Alex Jungwirt. Er fasst die persönlichen Erlebnisse und Ergebnisse aus 2 We-Sessions zum Thema Feedback zusammen. Und schließlich haben wir jetzt gleich zu Beginn der Sendung 2 O-Töne von Nadine und Ralf vom Orga-Team des Expedition Arbeit Basecamp Berlin. Das steigt schon sehr bald nach Veröffentlichung dieser Sendung und wir hoffen noch auf viele Kurzentschlossene und Last-Minute-Teilnehmende. Ich wünsche euch jetzt ein abwechslungsreiches Hörvergnügen bei der Sendung 206 des Community Radios zur Gestaltung der Arbeitswelt. Und wir sehen uns in Berlin, so hoffe ich schwer. Expedition Arbeit live dabei. Die Veranstaltungshinweise. Im Herbst 2023 stehen noch mindestens 3 Basecamps an. In Berlin am 9. September, in Bremen am 7. Oktober und in Hamburg am 4. November. Alle Termine und Details zu den Veranstaltungen findet ihr auch auf der Website expedition-arbeit.de im Eventkalender und natürlich in den Shownotes sowie auf LinkedIn. 2 aus dem Organisationsteam von BAS Berlin, Ralf Hase und Nadine Kretschmer, haben sich per Sprachnachricht gemeldet, um euch nochmal aus der Hauptstadt zu grüßen und euch zum Basecamp am Samstag, den 9. September, sowie dem tollen Rahmenprogramm an den Tagen außenrum einzuladen. Ich werde mich natürlich auch auf den Weg quer durch die Republik machen und freue mich, viele bekannte und ebenso viele neue Gesichter, Menschen und GestalterInnen der Arbeitswelt zu treffen. Jetzt aber rüber zu Ralf und Nadine. Am Samstag, den 9. September 2023, findet das erste Basecamp der Community Expedition Arbeit in Berlin statt. Also unser erstes Hauptstadt-Basecamp, das von 9 bis 17 Uhr gehostet von
der WBS-Gruppe in Berlin-Tempelhof stattfinden wird. Direkt am Tempelhofer Hafen. Direkt am Tempelhofer Hafen, wo es natürlich Berlin-typisch urig schön ist, werden wir auch schon am Vorabend dazu, also am Freitagabend, am 8. uns treffen in einem Fischrestaurant direkt am Tempelhofer Hafen auf einem Fischkutter oder auf einem Kutter und werden dort vorglühen für das wunderbare, ideenreiche und co-kreative Barcamp am nächsten Tag. Das Rahmenprogramm geht nach dem Barcamp dann auch noch weiter. Wir werden abends im Restaurant Doldenmädel zusammenkommen und werden dort den Samstagabend ausklingen lassen. Und am Sonntag gibt es noch ein Folgetagsprogramm mit Sprechlaufwandern, wo wir eine wunderschöne Stadtwanderung von knapp 10 Kilometern machen werden und dort die Stadt mal von einer ganz anderen Perspektive kennenlernen werden und uns natürlich nach dem Barcamp nochmal trefflich beim Laufen gemeinsam über das Basecamp austauschen können. Ganz besonderes Highlight des Basecamps ist auch der Vortrag von Fabian Raabe über New Work im Neandertal. Und er beleuchtet in seinem Vortrag mal, wo kommt es eigentlich her, die Zusammenarbeit, wie haben die Menschen das früher gemacht und was können wir daraus aus der Zukunft für Schlüsse ziehen und was können wir daraus lernen. Also ich freue mich auf jeden Fall auf alle diese Facetten dieses schönen Wochenendes, wo wir zusammenkommen in Berlin, um wieder co-kreativ über die Zukunft der Arbeit nachzudenken und zu diskutieren. Und mit tollen neuen Erkenntnissen für die tägliche Arbeit, für unsere Perspektive auf die Welt der Arbeit mitnehmen können. Und ich freue mich darauf, möglichst viele interessante Menschen kennenzulernen und die schon Bekannten wiederzutreffen. Und ich freue mich auf euch. Kommt in zahlreichen Scharen nach Berlin. Das lohnt sich auf jeden Fall. Ja, ich freue mich schon sehr auf das Hauptstadt-Barcamp von Expedition Arbeit am 9. September in Berlin. Wir als WBS-Gruppe werden dieses Event hosten bei uns in den Räumlichkeiten am Tempelhofer Hafen und ich bin auch gleichzeitig im Orga-Team, bin schon ganz neugierig darauf, wie es sich anfühlt, dieses Event mal von der anderen Seite zu erleben. Bisher habe ich schon einige dieser Barcamps besucht und bin immer sehr inspiriert wieder nach Hause gegangen. Es gibt viele Menschen, die sich mit ähnlichen Fragestellungen beschäftigen, nämlich wie sieht die Arbeit von morgen aus, wie gestalten wir den Kontext und die Vernetzung macht total Spaß, weil man immer wieder alte Gesichter trifft oder aber eben auch neue Menschen kennenlernt und verschiedenste Perspektiven auf doch sehr ähnliche Fragestellungen erlebt. Und am Sonntag haben wir noch ein kleines Highlight vorbereitet. Auch da wollen wir gemeinsam mit euch durch den Plenterwald Sprechlauf wandern. Also wer auch da Lust hat, mit uns gemeinsam für mich zumindest ein neues Format auszuprobieren, der ist natürlich herzlich eingeladen. Hallo ihr Lieben, hier ist Verena Gibson. Ich bin Organisationstrainerin und High-Performance-Mentorin und begleite Unternehmerinnen, Selbstständige, Gründerinnen beim Team- und Organisationsaufbau. Und ich freue mich riesig auf das Berliner Basecamp mit den Barcamp-Formaten und dem Austausch, weil für mich das wirklich immer ein Raum ist, wo kreative Lösungsideen entstehen, gemeinsam. Und ja, die großen Dinge, die Herausforderungen der heutigen Arbeitswelt ja nicht nur gedacht werden dürfen, sondern auch einen wirklichen Austausch, Ideen dazu kreiert werden
und man immer mit wertvollen Impulsen und Perspektivwechseln nach Hause geht und natürlich auch mit möglicherweise neuen Netzwerkkontakten die Themen weiterspinnen darf. Ich darf mich sehr, sehr freuen auf euch alle und wünsche euch allen eine gute Anreise und freue mich, euch alle dann in Berlin in der Hauptstadt zu sehen. Alles Liebe euch! Linzer Worte. Alexander Jung wird beim Denken zugehört. Einen wunderschönen guten Morgen, guten Tag, guten Abend oder gute Nacht. Die Linzer Worte beschäftigen sich heute mit dem Begriff des Feedbacks im Kontext von Organisationen. Der Auslöser für die folgenden Gedanken waren zwei WeSessions von Expedition Arbeit und ein Schaubild, das ich zu diesem Thema gezeichnet habe. Florian schrieb mir anschließend, ich zitiere, von dir würde ich mir wünschen, deine Erkenntnisse und dein Schaubild in 7 bis 10 Minuten Linzer Feinkostworte zu packen. Es würde mich sehr interessieren, ob sich bei dir durch die Sessions irgendwas mit dem Blick auf das Thema, also Feedback, verändert hat. Nun, die 2 Feedback-Sessions haben bei mir schon etwas verändert, nämlich, dass die von mir verwendete funktionale Unterscheidung in der Wirkung der Feedback-Schleifen Vorteile in der Analyse bringt. Aber nicht viele verstehen. Und dass dies für mich in Ordnung ist. Und dass ich damit Frieden geschlossen habe, dass Feedback nicht ihren Entdeckern entsprechend verstanden und genutzt wird. Vorweg noch ein Hinweis. Nach meinem aktuellen Wissensstand gibt es noch keine einigende und klärende Organisationstheorie. Das bedeutet, alles, was ich jetzt sage, ist in Frage zu stellen. Doch es gibt ein paar Theorien, die mir als Führungskraft halfen und helfen, Organisationsprobleme ihrer Natur entsprechend zu verstehen und zu behandeln. Was sich meiner Erfahrung nach als vorteilhaft für die Firma und meine Kolleginnen herausstellt. Vorteilhaft im Sinne von Produktqualität, Lieferterminggarantien und natürlich der Freude an und in der Arbeit. Dabei half mir, zwischen der Natur von Problemen einer Organisation und die Natur der Probleme eines Individuums zu unterscheiden. Organisationen folgen ja in der Regel der Logik der Lebensfähigkeit. Sie wollen überleben, sich fortsetzen. Strukturelle Kopplungen im Sinne von Feedbackschleifen sind sozusagen immer da, sonst würde das Unternehmen zerfallen. Und wenn man diese Kopplungen untersucht, ist es von Vorteil, sie in ihrer Wirkungsweise und ihrer Mitteilungsweise zu unterscheiden. Und hier sehe ich eine Überlagerung zwischen Organisation, Mensch, Wirkung und Mitteilung, wenn wir über Feedback sprechen. Ich versuche es mal anhand eines Beispiels zu erläutern. Menschen können Organisationen verändern. Doch das Ändern von Menschen führt nicht zur Änderung der Organisation. Die Organisation folgt Regeln. Das Ändern von Menschen ändert nicht automatisch diese Regeln. Auch wenn man beim Spiel Mensch ärgere dich nicht höflich und wertschätzend zueinander ist, also sich anders verhält, spielt man immer noch gegeneinander und die Wirkung, also das Feedback bei einem Spielzug, wo man kurz vor dem Ziel geschlagen wird, lässt sich nicht unterbinden, außer man ändert die Regeln. Es sind die kleinen Dinge, die oft einen großen Unterschied machen. Denn es sind unterschiedlich wirkende Feedbackschleifen, wenn jemand bei sinnreduzierten Tätigkeiten anerkennend nickt oder bei sinngekoppelten Tätigkeiten mit dir über die Organisation von Arbeit, also den Regeln, spricht. Oder anders formuliert, es ist ein Unterschied,
ob dir ein Mensch sagt, dass ihm das gefällt, wie du dich verhältst, oder die Tücken der Wertarbeit dir sagt, was zu tun ist. Marie Furukawa formuliert es mal so: Sich auf die Verwaltung der Dinge zu konzentrieren, ist effizienter als auf die Verwaltung des Personals. Noch ein Gedanke. Wer braucht ein positives, personenbezogenes Feedback? Warum finden das so viele Menschen toll und wollen es machen? Was für eine Situation muss ich beobachten, dass ich auf die Idee dieser Feedback-Logik komme? Das kann doch nur bei Menschen funktionieren, die mehr oder weniger abgekoppelt von der wertschöpfenden Umwelt sind, wo die permanente Herstellung von Sinn und Anschlussfähigkeit nicht oder nur teilweise funktioniert. So wie das Verlangen nach einem Glas Wasser, nachdem ich die Wüste durchquert habe. Also klingt eher wie eine Behandlung von Defiziten. Ein kleines fiktives Beispiel dazu. Machen wir eine kurze gedankliche Reise durch ein bekanntes Unternehmen und entdecken eine Bürogruppe, die keinen Kontakt zur Außenwelt hat, also zum Markt oder zum Kunden, die keine Selbstzuordnung ihrer Wertarbeit zur Wertschöpfung durchführen kann, deren einzige Schnittstelle zur Außenwelt der Büroleiter ist. Meine These dazu: Damit solche Teams funktionieren können, brauchen sie eine Simulation für die permanente Herstellung von Sinn- und Anschlussfähigkeit. Eine Kompensation der fehlenden Feedbackschleifen aus der Wertschöpfung durch eine Person. Anhand dieser These führte ich in mein Denken die Unterscheidung zwischen Feedbacklogik und Funktion in marktorientierter und vorgesetztenorientierter Arbeitsweise ein. Also ich unterscheide zwischen Feedbackschleifen, die wertschöpfend marktorientiert sind, und Feedbackschleifen, die zwischen Mitarbeiterinnen und ihren Vorgesetzten laufen. Persönlich habe ich mich für die marktorientierte Feedbacklogik entschieden, obwohl ich aus einer vorgesetzten Arbeitsweise komme. Es ist ein unsichtbarer Unterschied in der Feedbacklogik, wenn ich mit Menschen am System arbeite oder an Menschen im System arbeite. Wie weit ich mit dieser Unterscheidung bei meinen Entscheidungen komme, liegt natürlich an der Struktur, an den Regeln der Gesamtorganisation. Aber es ist von Vorteil zu wissen, wann ich Symptombehandlung bei Menschen durchführen muss und wann ich an der rückwirkenden Wertschöpfung arbeiten kann. So wie es Marie Furukawa pointiert zusammenfasste: Sich auf die Verwaltung der Dinge zu konzentrieren, ist effizienter als wir auf die Verwaltung des Personals. Menschen erzählen sehr gerne Geschichten über Probleme. Doch sind es meist die Geschichten über ihre Schmerzen und nicht das, was die Schmerzen auslöst. Ein gelernter Europäer hat schnell eine Lösung parat, was die Schmerzen lindert. Denken wir an den menschlichen Körper. Bei Fieber ein Mexalen, bei Kopfweh ein Aspirin. Oder denken wir an die Schule. Bei schlechten Noten Nachhilfe, bei Lehrermangel die Anzahl der Schüler in der Klasse erhöhen. Oder an die Landwirtschaft, bei Trockenheit eine Bewässerung, bei Krankheiten in der Massentierhaltung Antibiotika ins Futter. Und zu guter Letzt denken wir an die Lohnarbeit. Was passiert bei Mitarbeiterunzufriedenheit, bei Überlastungserscheinungen, bei Personalengpässen? Ich beende die Linzer Worte mit folgenden Gedanken. Eine passende Feedback-Kultur bekommst du nur über Bande hin. Es ist anders wirksam, wenn du Feedback formal und formell forderst. Das waren die Linzer Worte, ein paar Innenansichten eines Artgenossen, nicht mehr und nicht weniger. Vielen Dank fürs Zuhören. Servus.
Mein Name ist Dirk Schulte. Und ich bin Axel Gundolf. Wir sind Organisationsberater und Trainer beim Elementarinstitut. Und wir sind die mit der Komplexität tanzen. In jeder Episode nehmen wir uns ein ganz konkretes Thema aus der Arbeitswelt vor und hauen dazu erstmal eine knackige These raus. Und dann eine ebenso knusprige Antithese. Ja, und dann stellen wir fest, irgendwie ist ja an beiden Thesen was dran, obwohl sie sich doch eigentlich ausschließen. Und zack, schon sind wir in der Welt von Ambivalenz und Komplexität. Und dieser Realität der Arbeitswelt begegnen wir nicht mit starren Überzeugungen, sondern locker und leichtfüßig. Okay, let's dance! Heute, lieber Dirk, beschäftigen wir uns mit einem unserer Lieblingsthemen, nämlich dem Thema Planung. Planung ist ja im Arbeitsleben allgegenwärtig. Es gibt Businesspläne, wir machen Jahresplanungen, Budgets werden geplant. Und damit beschäftigen wir uns heute. Und in unserem Podcast haben wir immer eine These und eine Antithese. Und wir suchen uns eigentlich mal vorher aus, wer macht die These, wer macht die Antithese. Eigentlich ist egal, weil es stimmen beide und es stimmen beide nicht. Das werden wir gleich sehen. Und heute machst du die These. Genau. Also, die These ist, in unserer komplexen und dynamischen Arbeitswelt ist Planung sinnlos geworden. Mhm. Jawohl. Und das stimmt auch, weil das Leben ist halt nicht berechenbar und es ist einfach komplett sinnlos zu denken, man könnte irgendwas hundertprozentig kontrollieren. Das geht vielleicht im Labor, aber nicht in der realen Welt. Und wenn man so tut, als wenn das funktionieren würde, dann ist das natürlich Quatsch. Weil Dinge verlaufen nie so wie geplant. Und wenn sie es tun, dann ist es starr und tot. Und in der komplexen Arbeitswelt Steuerung zu versuchen, ist vollständig sinnlos. Okay, starke These. Steile These. Starke Argumente. Die Antithese dazu, die ich heute vertreten darf, die lautet, exzellente Ergebnisse sind das Ergebnis exzellenter Planung. Und das stimmt natürlich auch. Da muss ich sagen, ich bin ja selber sowas wie ein gelernter Planer, komme ja eigentlich aus dem Medienbereich, habe da Programmplanung gemacht. Und da muss ich natürlich fragen, wie soll man denn überhaupt irgendwas machen, wenn man irgendwie so null Plan hat? Woran orientiert man sich, wenn man den nächsten Schritt machen will? Und wenn man jetzt mal eine Organisation mit Mitarbeitenden denkt und ich setze mich als Führungskraft dahin und sage, es gibt keinen Plan, damit versetze ich die Leute tendenziell in Panik. Es gibt ein menschliches Bedürfnis nach Orientierung und Struktur und da muss man erstmal einen Plan vorlegen. Wie soll ich sonst jemanden für meine Ideen gewinnen, wenn ich nicht sagen kann, was ich vorhabe, was mein Plan ist? Und deswegen ohne Planung kein Ergebnis. Das ist die Antithese. Was sagst du jetzt? Verdammt. Das klingt total nachvollziehbar, aber die These auch. So ist es. Das ist ja auch die Idee unseres Podcasts hier, dass wir feststellen, wenn die Dinge zu einfach gemacht werden und man nur schwarz-weiß sieht, dann, ja, es stimmt beides und dann kann ja eigentlich nicht beides stimmen. Wir versuchen uns also ja an einer Synthese aus diesen beiden Positionen. Man kann aber auch sagen, dass unser Plan jetzt schon mal aufgegangen ist, dass beides stimmt. Jetzt hast du verraten, dass wir einen Plan hatten. Aber das zeigt ja tatsächlich schon, es stimmt schon, völlig ohne Plan zu agieren und planlos zu sein, das kann es nicht sein. Und ich glaube, so ein bisschen das Geheimnis ist schon, die Mischung macht's. Mir ist so eine Anekdote von Mike Tyson eingefallen, der mal irgendwie gesagt hat, ob er Angst hätte bei einem Kampf mit Evander Holyfield vor dem irgendwie Fightplan von Holyfield. Und dann hat er gesagt, everybody has a plan until they get punched in the face. Und das ist so ein bisschen das Wesen, finde ich, auch von Improvisation, mit der wir uns ja auch viel beschäftigen. Auch da geht man immer mit einem Plan in irgendetwas rein, aber immer eben auch in dem Bewusstsein, ja, wenn du halt, wenn du scheiterst, wenn du metaphorisch gesprochen auf die Fresse bekommst, dann musst du den Plan anpassen und dazu musst du jederzeit bereit sein. Heißt aber nicht, kannst auch völlig ohne Plan anfangen. Ja, das ist auch eins der absoluten Grundmissverständnisse, wenn es um Improvisation geht. Also ich bin jetzt kein Jazzmusiker, aber was ich so gehört habe, ist, dass natürlich auch bei improvisiertem Jazz bestimmte Strukturen da sind, weil sonst würde das nicht funktionieren. Und das Ding ist, man hat einen Plan und geht mit voller Energie rein und man weiß gleichzeitig, es wird nicht funktionieren, aber das ist Teil der ganzen Geschichte, dass man, ne, man hat ein Ziel und so ist das Unternehmen ja auch. Es geht auf ein Ziel hin
und man versucht, das zu erreichen und zwischendurch wird man feststellen, das klappt nicht und dann muss man was verändern. Und das ist aber vollkommen vorher schon klar. Das heißt aber nicht, dass man keine Energie aufwendet, um es zu erreichen. Und das ist auch schon fast das, was ich, glaube ich, so ein bisschen als Fazit für unsere kleine Episode heute mitnehmen würde. Das ist dieser Gedanke, dass Planung in unserer Zeit nicht obsolet ist, aber was ich auch im Business-Alltag sozusagen immer wieder feststelle, dass dieser Gedanke, dass die Planung die Realität ist und irgendeine Zukunft abbildet, die dann auch so kommen wird, dass das eben wirklich eine Illusion ist und eine entscheidende Kompetenz in unserer Zeit heute, die Fähigkeit, sich jederzeit an die Gegebenheiten, die sich permanent ändern, anzupassen und den Plan anzupassen. Genau, das würde dann auch wieder den Bogen zur Systemtheorie schlagen, dass man eben auch da sagen würde, es geht nicht um Wissen, sondern es geht um Können. Und das Können ist zum Beispiel flexibel zu reagieren, wenn der Plan nicht aufgeht und damit dann umzugehen. Weil der Plan ist immer was Rationales und das Leben ist nicht rational, sondern eben lebendig. Und da braucht es auch Intuition und Könnerschaft, um damit umzugehen. Das hast du sehr schön zusammengefasst. Und dabei belassen wir es mal für heute, oder? Was soll man jetzt noch sagen? Wir haben leider keinen Plan gemacht für unsere Verabschiedung, aber wir freuen uns, wenn ihr was mitnehmen konntet heute aus unserer Folge und wenn ihr das nächste Mal wieder dabei seid. Bis dahin. Bis dahin. Die mit der Komplexität tanzen. Das waren wir, Dirk Schulte und Axel Gundolf. Mehr von und über uns gibt's auf elementar-institut.de. Ja, was bleibt mir denn jetzt noch Wichtiges zu sagen? Dass ihr, wenn noch nicht der Fall, mal über eine Mitgliedschaft bei Expedition Arbeit nachdenken solltet. Dass ihr neben den Basecamps auch Meetups zum Beispiel in Fürth und in Freiburg besuchen könnt. Dass auch diese Termine im Eventkalender auf der Webseite stehen. Dass ihr, wenn ihr dann Mitglied seid, Zugriff auf unser Community-Intranet mit vielen interessanten virtuellen Whiteboards und Kontakten zu allen Mitgliedern in Deutschland, der Schweiz und Österreich habt. Dass ihr, falls ihr als Mitglied die Zugangsdaten zum Intranet verbaselt habt, und nicht mehr reinkommt, euch gar nicht schämen müsst, sondern einfach eine formlose kurze E-Mail an info@expedition-arbeit.de mit dem Stichwort Intranet-Zugangsdaten schicken könnt. Ja, ach, ich könnte euch noch mit so viel Housekeeping, Marketing und Networking-Informationen erfreuen, aber all das und noch viel mehr findet ihr auch im öffentlichen Newsletter, muss man aber abonnieren, auf der Webseite und in der LinkedIn-Gruppe sowie auf der LinkedIn-Seite. Für Mitglieder noch ein echter Hack. Auf der Startseite im Community-Intranet Moin gibt es jetzt einen Menüpunkt namens externe Links. Dort findet ihr an einer Stelle alle relevanten Links der Expedition. Schaut mal rein bei Moin oder besorgt euch neue Zugangsdaten. Es lohnt sich. Für alle, die sich noch nicht so sicher sind, ob, wann oder warum sie bei einer Präsenzveranstaltung dabei sein sollen, gibt es nach diesem Outro noch eine Zugabe in Form eines Rebroadcasts zum allerersten Basecamp der Expedition. Im Mai 2022 in Hamburg war das am Tag der Arbeit 2022. Ja, und zu guter Letzt noch die Hinweise, die ganz kurzfristigen Hinweise auf die nächsten beiden WeSessions, immer mittwochs von 18 bis 19 Uhr. Eine WeSession findet statt am Mittwoch, den 30.08. von 18 bis 19 Uhr. Die hatte direkt den Titel Community Radio Next Level statt Routine. Im November jährt sich der Start des Expedition Arbeit Podcasts zum dritten Mal. Über 200 Episoden sind bereits erschienen, interessante Gäste waren dabei und jede Menge kreative Formate. Es wurde nach Herzenslust experimentiert und sich vorangeirrt. Ich reflektiere in dieser Session die Entwicklung des Community Radios und die Idee der Community Redaktion. Dabei sind hoffentlich viele von euch und einige, die selbst im Podcast aktiv waren und sind, dazu Mitglieder und alle MithörerInnen der letzten 2,5 Jahre. Ziel der Diskussion, ein Stimmungsbild davon zu erhalten, was diese Form des Podcasts wertvoll macht und vielleicht was weniger funktioniert und wohin man dieses Format mit welchen Ressourcen weiterentwickeln könnte. Eine Woche später, am 6.9. von 18 bis 19 Uhr, findet die WeSession statt mit dem Titel Wohlstand AD – Wie dekadent sind wir schon im Westen? Und folgenden Text gibt's dazu. In der Zeit der Multikrisen, so liest man es immer öfter, droht Deutschland wieder zum kranken Mann Europas zu werden. Deindustrialisierung, überbordende Bürokratie, zu hohe Lohnkosten, Fachkräftemangel, Export-Weltmeisterstatus ist futsch.
eine junge Generation, die nicht mehr richtig anpacken will und so weiter und so weiter. Die Amerikaner, so sagt man, beginnen Europa abzuschreiben und sich auf den indopazifischen Raum zu konzentrieren. Und China kauft nicht nur Filetstücke der deutschen Wirtschaft, sondern kopiert schamlos intellektuelles Eigentum und wird bald schon in ehemaligen Domänen des Westens, zum Beispiel Automotive, selbst zum Weltmarktführer. In dieser Session über Wirtschaft, Politik und Arbeit geht es zum einen um die Frage, ob das alles nur einseitig dystopische Sichten auf die Dinge sind oder einfach Teil des medialen Spiels unserer Zeit. Oder müssen wir uns nicht doch wirklich Sorgen machen, wie wir unter den gegebenen Rahmenbedingungen und Unsicherheiten des postindustriellen Zeitalters unseren Wohlstand, unsere Umwelt und auch eine lebenswerte Arbeitswelt erhalten können? Soweit dieser Veranstaltungshinweis. Am Mikrofon heute war Florian Stettler und der ruft euch zu: Bleibt fröhlich, bleibt kritisch und bleibt dran. Expedition Arbeit. Zugabe. Wir reisen jetzt ein bisschen in die Vergangenheit und hören die von Wolfgang Pfeiffer eingesammelten O-Töne vom ersten Expedition Arbeit Basecamp am 1. Mai 2022. Der Premiere, die ich dank Corona verpasst habe. Es war tatsächlich bisher das letzte Basecamp, bei dem ich nicht dabei war. Und es ärgert mich noch heute ein bisschen, dass das Virus meine Teilnahme verhinderte. Wenn ihr jetzt die Stimmen der Barcamp-Gäste in diesem Rebroadcast der Sendung 123 hört, ahnt ihr, warum. Wenn ihr nicht als Eremit in einer Höhle oder als Nachrichtenverweigererin im Digital- oder Analog-Detox lebt, dann habt ihr es zwangsläufig mitbekommen. Community-Events in Präsenz sind zurück. Wir haben es gewagt und wenn ihr diese Sendung zu Ende gehört habt, werdet ihr mir zustimmen. Wir haben gewonnen. Beim Expedition Arbeit Basecamp Hamburg, das standesgemäß rund um den Tag der Arbeit 2022 in Hamburg in den von Da Vinci gesponserten Räumen stattfand, sammelte mein Redaktionskollege Wolfgang Pfeiffer während und kurz vor dem Ende des Basecamps fleißig O-Töne von Teilgeberinnen und Teilgebern dieser Unkonferenz. Dieses Stimmungsbild spricht für sich. Ich wünsche euch viel Spaß beim Eintauchen in die Welt der Community-Events und hoffe für euch alle, dass ihr es auch bald schafft, bei einer der zukünftigen Veranstaltungen dabei zu sein. Ja, du sagst. Okay. Ja, darfst loslegen? Ich bin beim Basecamp, um die Menschen, die man in der Kachel gesehen hat, so ein bisschen zu spüren und dass die Ideen, die Funken, wirklich in so ein Feuer zu gießen und ich glaube auch so ein bisschen was mitzunehmen und den coolen Ideen und spannenden Themen irgendwie noch so ein Gefühl der Gemeinsamkeit und des Kollektiven zusammensetzen und da freue ich mich drauf. Ganz herzlichen Dank. Super. Danke, Lukas. Ja, Venus, ich möchte dich kurz befragen, was so deine Erwartung zum heutigen Tag war, mit der du hergekommen bist und was so nach den ersten 2 Stunden dein erstes Resümee ist. Also ich habe tatsächlich keine konkrete Erwartung gehabt und so war das auch passend zu der ersten Moderation, dass die auch ihre Erwartungen mitgebracht haben, die auch weglassen konnten. Also ich war einfach offen sozusagen Menschen kennenzulernen, in Austausch mit den Kollegen Gleichgesinnten zu gehen und zu sehen, genau wie alle anderen ticken. So ist auch meine also nicht vorhandene Erwartung in dem Sinne auch in Erfüllung gegangen, schon in der ersten Session.
weil wir über ein Thema, was eine Kollegin, eine Teilnehmerin mitgebracht hatte, offen diskutiert haben. Und also so habe ich mich teilweise eingebaut, als auch dann von den anderen was gelernt habe. Und ja, somit bin ich voll bisher zufrieden, abgesehen davon, dass wir inzwischen auch sehr lecker und gut gegessen haben. Wunderbar, herzlichen Dank. Danke. Ja, Karin, ich habe dich jetzt hier überfallen und möchte einfach mal dich fragen, was war so der Grund oder die Erwartung, mit der du hergekommen bist zum Basecamp nach Hamburg, und ja, was kannst du jetzt so nach der ersten Session schon für dich mitnehmen? Ja, also hergekommen bin ich unter anderem, um einfach mal ein paar Gleichgesinnte kennenzulernen, und weil ich auch in den letzten Jahren einfach festgestellt habe, dass es in der Arbeitswelt sehr, sehr viel gibt, was man noch verbessern kann, wo es wirklich Potenziale gibt, und ich hoffe, dass ich eines Tages mal ein bisschen dazu beitragen kann. Und jetzt gerade aus der ersten Session kann ich sagen, habe ich schon einiges mitgenommen, so an Inspiration, was man machen kann, gerade auch im Kleinen. Also ich finde, ganz oft sind es ja diese Vorschläge im Kleinen, die dann gar nicht so ein Riesenprogramm sind, sondern ja, wirklich so kleine Schritte in die richtige Richtung. Und ja, dafür bin ich schon mal sehr dankbar. Wunderbar, ganz herzlichen Dank. Gerne. Ja, Vivian, ich habe dich gerade hier aus deiner Session abgefangen. Was war denn euer Thema und was hast du da für dich mitnehmen können, oder was hast du auch überhaupt bisher von dem Tag mitnehmen können? Interessiert mich mal, bin ich ganz gespannt. Also erstmal kann ich sagen, dass mein Warum von heute Morgen, nämlich dass in dem Kosmos von Expedition Arbeit immer etwas Gutes herauskommt bei Veranstaltungen, absolut bestätigen für den heutigen Tag. Ich habe heute schon viel mitgenommen. In der Session gerade eben ging es darum, welche Organisationsform der Zukunft zu einer Arbeit passen könnte. Und für mich hat sich nochmal deutlich herausgestellt, dass es gar keine Frage der Lösung ist, sondern immer eine Frage danach, wie Organisationen im aktuellen Moment ausgestaltet sind, was sie für Probleme haben, was sie lösen wollen, wie sie zukunftsfähig werden wollen. Und auf diese Frage braucht es eine genaue Analyse und Betrachtung der Organisation selbst. Wie wird dort zusammengearbeitet, nach welchen Mustern wird gearbeitet, um herauszufinden, welche Lösungen dazu führen können, dass die neue Arbeit Anklang findet. Spannend. Was nimmst du da für dich jetzt konkret mit? Kannst du da direkt dran anschließen bei deiner derzeitigen Tätigkeit? Es hat mich nochmal bestätigt darin, genau mit diesem Gedankenkonstrukt an Organisationen heranzugehen. Also egal, ob ich selber in einer Organisation tätig bin oder eine Organisation berate. Denn dieses Denkgebäude ist doch in einigen Organisationen sehr gewöhnungsbedürftig, würde ich sagen. Also es ist immer noch so, dass ich mich hin und wieder für diese Denkanalyse sozusagen rechtfertigen muss, um quasi zu sagen, warum gehe ich so ran, weshalb steht im Fokus, dass Menschen arbeiten wollen, eher auch Dinge wegzunehmen, die Menschen daran hindern, zu arbeiten. Nicht so sehr, weil das grundsätzlich abgelehnt wird, sondern eher, weil die Prägung von Unternehmen, gerade von auch Konzernen und großen Unternehmen, eben in den letzten Jahren eine andere war. Und es hat mich nochmal bestätigt, genau immer nach Mustern zu suchen, keine Generika zu bilden, sondern immer wieder aufs Neue ins System reinzuschauen, auch zu schauen, weshalb entsteht eine bestimmte Frage, weshalb ist der Wille da, in die Zukunft zu gehen und dann eben Lösungen zu finden, die zu dem Unternehmen und zu den Mustern passen und nicht generisch Lösungen zu verkaufen oder Methoden anzuwenden. Vielen Dank. Ja, ich habe hier die Leonie. Die Leonie ist heute Morgen auch schon hier etwas abenteuerlich angereist. Und ja, erzähl mal, wie war das für dich? Wie bist du hier angekommen und was hast du seither erlebt? Ja, ich bin mit dem New Work Van hier angekommen und hatte erstmal das Problem, in der Nachbarschaft einen Parkplatz zu finden mit den 7 Meter. Aber konnte letztendlich jetzt hier super nett von Da Vinci auf dem Parkplatz unten parken. Und genau, kann heute Abend auch direkt hier von der Party quasi runter ins Bett fallen, da freue ich mich sehr.
sehr drauf. Und ich finde es total schön, jetzt mal einen Teil der Community analog kennenzulernen. Ich kannte euch ja bisher alle nur digital. Und so wie mit uns ist richtig so ein, fühlt sich an wie so ein Wiedersehen zwischen alten Bekannten, obwohl wir uns nur bisher digital gesehen haben. Ja, und ich hatte schon ganz viele tolle Gespräche und freue mich wahnsinnig jetzt auf den weiteren Tag und auf morgen noch. Es ist echt eine richtig, ja, richtig tolle Veranstaltung, tolle Stimmung und ganz viele spannende Themen, die auf den Tisch kommen und neue Erkenntnisse und Worte und Perspektiven. Also richtig schön. Spitze, ich danke dir. Gerne. Super. Ja, ich habe hier den Andreas und Andreas ist gerade aus seiner Session rausgekommen und ja, Andreas, jetzt würde mich mal interessieren, was war so deine Erwartungshaltung zum heutigen Tag und was kannst du so nach der ersten Wegstrecke so für dich mitnehmen? Ja, Erwartungshaltung hatte ich eigentlich keine große, sondern ich hatte einfach Neugierde und gedacht, ein bisschen was gehört schon im Vorfeld. Und bin da erstmal neugierig hingegangen und merke jetzt, dass da doch eine ganz schöne Veränderung stattfindet, die ja vielleicht akademisch schon seit vielen Jahrzehnten gedacht wird, aber ich habe das Gefühl, jetzt vor allem die jungen Leute auch mit verschiedenen Ansätzen, Methoden und Denken in die Praxis nach und nach umgesetzt wird. Und ich denke, dass die nächsten 5 Jahre werden da diesbezüglich sehr spannend sein und ich freue mich da auch, da meine Kunden begleiten zu können und weiter hier mir Anregungen zu holen bei solchen Happenings. Ja. Wunderbar, vielen Dank. Ja, ich habe hier die Kerstin. Wir haben gerade schon kurz im Vorfeld geschnackt. Was hast du heute hier gedacht, als das losging? Und was ist schlussendlich für dich daraus geworden? Danke, Wolfgang, für die Frage, weil was ich an dem Barcamp-Format halt immer wieder total spannend finde, ist, dass du eben halt nicht im Vorwege weißt, was passiert. Es war am Anfang, als ich die ersten Barcamps mitgemacht habe, extrem ungewohnt, weil du sagst so, ja, was passiert denn da? So, was ist denn, wenn keiner ein Thema hat? Aber selbst dann ist es so, wenn theoretisch niemand ein Thema haben würde, das er vorschlägt, fangen die Leute miteinander zu reden. Es ist ja nicht so, dass keine Kommunikation stattfindet. Und dann kommt irgendwann eine Session und irgendwo geht man hin und es entstehen neue Sessions und diese Dynamik ist einfach großartig. Es organisiert sich selbst, ohne dass irgendjemand einem sagen müsste, was zu tun ist. Und ich würde mir das für Unternehmen halt viel, viel mehr wünschen, dass das passiert. Klasse, das ist unsere Mission. Ja, Christian, du bist ja hier einer der Mitorganisatoren dieses Tages. Erzähl doch mal, was hast du so nach den ersten Stunden für einen Eindruck von diesem Tag und hat sich das für dich gelohnt? Also erstmal war es eine spannende Erkenntnis, mit Menschen zu organisieren, die du nie persönlich kennengelernt hast, und hier am Ende zusammenzukommen und so ein Ereignis dann real zu erleben, dass alles funktioniert, dass alles da ist, was geplant sein soll. Und es ist spannend, dann die Ruhe zu finden und wirklich bei den einzelnen Sessions zuzuhören. Und ich muss sagen, ja, es sind viele neue Gedanken dabei, über die ich jetzt erstmal wieder mitnehmen muss und drüber nachdenken muss. Und wo ich noch gar nicht so genau weiß, was die in Zukunft mit mir machen werden. Super, dankeschön. Ja, Start. Ja, hallo Ralf. Wir sind hier auf der Dachterrasse von Da Vinci in Hamburg. Unser erster Basecamp-Tag ist vorüber. Wie war denn dein Eindruck von den Veranstaltungen? Du hast mir gerade erzählt im Vorgespräch, dass es bei euch in der Session um das Thema Bildung ging. Erzähl doch mal so ein bisschen. Ja, also hallo an die Community. Schöne Grüße aus Hamburg von der Dachterrasse. Also bei Da Vinci, coole Veranstaltung. Wir waren super kreativ heute am Tag. War sehr kurzweilig und super Sessions. Vor allem das Thema Bildung hat mich sehr geflasht heute, weil hier der Patrick in der Runde super coole Erfahrungen mit experimentellen Schulmodellen gemacht hat und der Impuls entstanden
ist, dass wir das bei Expedition Arbeit unbedingt mit in die Themenreihe aufnehmen sollten. Und ich glaube, er ist da auch sehr interessiert, dabei bei uns mitzumischen und bei uns auch Resonanz dabei zu finden und Multiplikatoren und Interessierte mitdiskutieren. Und ich freue mich schon drauf, wenn wir dieses Thema initiieren und darüber reden, wie kann Bildung aufgestellt sein, um für die Zukunft der Arbeit auch geeignete schulische Systeme zu generieren, sodass wir auch diesen Teil der Arbeitsebene, Arbeitswelt für uns erschließen können. Wunderbar. Das heißt, Thema Bildung ist absolut ein Handlungsfeld. Absolut. Ich denke mal, da ist eine große Baustelle, nicht nur in Deutschland, sondern weltweit. Wir haben das Problem, dass die jungen Menschen im Bildungssystem darauf eher getrimmt werden, Regelerfüller zu sein und nicht eben kreativ denkende, arbeitende Menschen. Und das muss unbedingt anders werden. Wunderbar. Als Vater lässt mich das hoffen. Ja, ich habe hier den Nico vor mir. Nico, wie war dieser Tag für dich? Wir sind ja jetzt alle wahrscheinlich ein bisschen erschöpft von all den Eindrücken. Was hast du so für dich mitnehmen können? Ja, der erste Tag ist vorbei. Wir haben lecker gegessen und getrunken jetzt. Und ich muss sagen, es ist faszinierend, wie schnell die Zeit vergangen ist. Nach der ersten Session heute, nach der Kennenlern-Session und nach dem Intro, ist die Zeit einfach nur so geflogen. Die Gespräche und die Themen waren großartig spontan und ich hatte herrliche Gespräche, tiefgreifende Gespräche, sehr informativ. Und ich muss einfach sagen, dass ich sehr, sehr positiv überrascht bin von der Dynamik, von den interessanten Menschen, die ich getroffen habe. Und kann nur sagen, spitzenmäßig. Das kann ich nur bestätigen. Danke. Ja, moin Patrick. Wir haben hier jetzt den zweiten Tag von unserem Hamburg Basecamp. Ja, du hast mir gerade im Vorgespräch schon gesagt, gestern hattest du eine herausragende Session und ja, vielleicht magst du mal ganz kurz erzählen, was dich da so besonders angesprochen hat. Ja, gerne. Moin. Ja, das war die Session vom Arne zum Thema, was ist eigentlich die nächste große Frage der Arbeitswelt? Und als ich zu der Session dazugestoßen bin, waren wir schon auf sehr philosophischer, aber irgendwie doch sehr praktischer Ebene unterwegs und haben uns sehr angeregt ausgetauscht über einen verantwortungsvollen Umgang mit Ressourcen im Arbeitskontext. Was können wir auch tun, um Gedanken in die Arbeitswelt rauszutragen und eben so verantwortungsvoll mit den Ressourcen, den begrenzten Ressourcen, die wir haben, umzugehen, dass am Ende alles gut wird. Und das fand ich sehr, sehr spannend, weil es entgegen dieses Gedankens, dass man sich häufig in so einer Blase begibt, das einen sehr, sehr realen Bezug hatte zu den Problemen, die wir gerade in der Welt haben. Und das fand ich sehr, sehr spannend und praktisch, obwohl es trotzdem eine sehr philosophische Diskussion war. Super, vielen Dank dir. Gerne. Ja, Katrin, wir stehen hier am Ende unseres Basecamps in Hamburg. Was nimmst du nach den zwei Tagen so für dich mit? Ich habe eine Menge gelernt über Umbruchprozesse in Unternehmen, über die Schwierigkeit, Prozesse, von denen man eine Idee hat, wie sie besser gestaltet werden könnten, umzusetzen. Es hapert ganz oft an der Tatsache, dass Führungskräfte oder auch die, die Führungsarbeit machen, noch nicht so weit sind. Oder aber, dass es ganz viel auch damit zu tun hat, dass sie nicht zu einer Umstellung bereit sind, aber die, die arbeiten und Ideen haben und kreativ sind, ganz oft schon viel weiter sind als das, was in den Unternehmen passiert. Und ich nehme einfach mit, dass es sich lohnt, sich dafür stark zu machen und sich einen Kopf darüber zu machen, wie Arbeit gerechter verteilt werden kann und für beide Seiten gewinnbringend sind, sowohl für das Unternehmen als auch für die Mitarbeitenden. Vielen Dank. Arne, zwei Tage gehen zu Ende von unserem ersten Basecamp der Expedition Arbeit hier in Hamburg. Wie geht's dir und was nimmst du mit?
Das waren mehrere Fragen auf einmal. Wie geht's mir? Mir geht's gut. Ich bin positiv erschöpft, muss ich sagen, von all den Eindrücken, die ich sammeln konnte. Was ich ganz besonders fand, das darf man vielleicht auch herausheben, nach 2 Jahren Pandemie so ein Format in Präsenz zu machen, wo ich mich auch schon als, mehr oder weniger erfahrener Barcamper sozusagen gefragt habe, funktioniert das und kommen wir da alle wieder so rein? Und das hat mich beeindruckt, dass sofort irgendwie wieder dieses Barcamp-Feeling da war, mit unheimlich tiefen Gesprächen. Und was ich insbesondere hier bei der Expedition Arbeit so schätze, ist die inhaltliche Qualität, wohl wissend, dass das sehr subjektiv ist. Aber ich habe zum Beispiel eine Session heute Morgen reingeschmissen, da ging es dann darum, über Prinzipien im Organisationsdesign zu sprechen. Und ich habe sofort Menschen gefunden, die ganz viel Vorerfahrung und Vorwissen hatten. Wir konnten da ganz tief einsteigen und gleichzeitig waren ein paar Leute dabei, die da so mit reingerutscht sind und auch positiv naiv irgendwie das Ganze so irritiert haben, dass das nochmal einen Weg gefunden hat, mit dem ich überhaupt nicht gerechnet hatte, den ich aber auch total wertvoll finde. Und insofern tolle Erfahrung. Ich gehe wieder super zufrieden nach Hause und freue mich extrem aufs nächste Basecamp von Expedition Arbeit. Cool, das hört sich schön an. Danke dir, Anne. Ja, los geht's. Silke, 2 großartige Tage gehen zu Ende. Ja. Ich glaube, wir sind alle voll der Eindrücke. Magst du mir ganz kurz sagen, was für dich so die besonderen Highlights waren und wie du jetzt hier die Räume verlässt gleich? Also vor allem verlasse ich die Räume mit mehr Energie, als ich gekommen bin. Das finde ich immer ein faszinierendes Phänomen. Man arbeitet eigentlich einen ganzen Tag oder ein ganzes Wochenende und trotzdem ist die Energie hinterher mehr als vorher. Und mich hat das unheimlich gefreut und inspiriert, was Menschen auch zum Schluss gesagt haben. Ein Highlight war, ich hinterfrage meine eigenen Wirklichkeiten anders. Ich fühle mich aufgeladen. Ich bin jetzt energetisiert, auch was zu tun und was in die Welt zu tragen. Das finde ich großartig. Herzlichen Dank. Super. Gute Zeit dir. Ja, hallo liebe Astrid. Unser erstes Basecamp hier in Hamburg ist zu Ende. Wir sind, glaube ich, alle voll der Eindrücke. Was nimmst du aus diesen 2 Tagen mit? Also das Basecamp begann für mich gestern Morgen mit einem Ausspruch von Florian, ich bereue nichts, was sich auf was völlig anderes bezog, was aber wunderbar passt, und dem Glück des Zufalls. Und für mich war das wirklich ein grandioses Wochenende. Wie kann man ein Wochenende opfern, um sich mit Arbeit zu befassen? Das kann man hervorragend. Es gibt eigentlich fast nichts Wertvolleres, also im beruflichen Zusammenhang. Und ich nehme Vielheit mit, ich nehme Vertrauen mit, ich nehme Offenheit mit, ich nehme Zusammenarbeit mit, ich nehme viel Inspiration mit, Begeisterung für diese ganzen Themen, die wir jetzt angerissen haben, und den Wunsch, ganz, ganz viele Themen und Beziehungen und Kontakte wirklich zu vertiefen, anzuknüpfen und zukünftig was draus zu machen. Ganz herzlichen Dank. Super. Ja, ich habe hier die Franzi bei mir. Wir durften hier 2 Tage bei der Firma Da Vinci zu Gast sein und die Franzi ist hier quasi die gute Seele des Hauses und die Vertreterin unserer Gastgeber. Und ja, jetzt will ich dich mal fragen, wie hast du uns so erlebt und diese 2 Tage mit uns? Ja, es waren tolle 2 Tage. Ich bin ja immer nur zwischendurch mal wieder reingeschneit, aber ich wurde hier ganz herzlich immer wieder aufgenommen, auch wenn ich nicht den ganzen Tag mit euch verbracht habe. Und ja, ich finde es toll, dass ihr hier wart, dass ihr Spaß hattet und den Tag genossen habt. Und hoffe, ihr kommt wieder. Vielen Dank. Die Einladung nehme ich gerne an. Danke. Michael, 2 Tage gehen zu Ende. War eine schöne Zeit für alle, was ich so gehört habe und was ich auch selbst empfinde. Wie war es für dich? Was nimmst du mit? Ja, also generell kann man sagen, dass ich sehr viel Energie aufgesaugt habe. Man hat viele Themen angesprochen, man hat gemeinsame Themen diskutiert und ich habe viel gelernt und gehe frohen Mutes wieder in die Welt hinaus, um es so zu formulieren und zu sagen, oh, ich habe Mut weiterzumachen. Machen mit den Dingen, die ich mache, und habe auch Inspiration und Ideen gekriegt, was man vielleicht noch zusätzlich machen kann, und freue mich auf das, was kommt, um das weiterzuentwickeln. Super, den frohen Mut nehmen wir doch alle mit. Ja, danke schön. Danke auch.
Das war jetzt das erste Barcamp und auch die erste Veranstaltung, die ich besucht habe von Expedition Arbeit natürlich, aber auch wenn man dann diese ganzen Veranstaltungen, die davor schon gelaufen sind, unter Intrinsify-Flagge dazu zählt. Das ist auch da meine erste Veranstaltung und ich muss sagen, es hat meine Erwartungen mehr als übertroffen. Unglaublich cool, was für tiefgründige Gespräche wir dort über die unterschiedlichsten Themen, die eben die Arbeitswelt betreffen, geführt haben und ja, was für Verbindungen entstanden sind zwischen den Teilnehmern, zwischen mir und den Teilnehmern und auch ja, die ich erlebt habe zwischen anderen Teilnehmern, ist schon echt cool. Und ich bin mir sicher, dass daraus auch noch weitere Kontakte entstehen, weitere Verbindungen beziehungsweise auch ja, Treffen auf weiteren Veranstaltungen von der Expedition Arbeit. Freue ich mich richtig drauf. Und ja, kann alle nur ermutigen, sich das anzuschauen, in EV-Sessions zu kommen am Mittwoch. Und ja, sobald sich die Gelegenheit wieder bietet, auch an der nächsten Session oder an der nächsten Veranstaltung teilzunehmen, die in Person stattfindet. Ich werde auf jeden Fall dabei sein und ja, das ist echt eine coole Sache. Ja, der Tag danach, der Tag nach dem ersten Basecamp der Expedition Arbeit in Hamburg. Ja, Zeit für einen eigenen kurzen O-Ton, nachdem ich all die anderen Teilnehmenden, Teilgebenden interviewen durfte, möchte ich mich auch ganz kurz zu Wort melden. Ja, was soll ich sagen? Es hat sich gelohnt, den Weg von Saarbrücken nach Hamburg und wieder zurück zu wagen und dort erstmals die Menschen zu treffen, die ich zum Teil schon kannte, aber rein nur aus der virtuellen Welt von vielen V-Sessions und entsprechend zeitlich begrenzten Gesprächen. Das war jetzt doch eine ganz andere Geschichte, hier mal wirklich Zeit füreinander und miteinander zu haben, in echten, tiefgehenden Austausch zu gehen und zu spüren, dass uns hier wirklich eine große Sache verbindet. Ich habe die Zeit genossen. Ich habe dieses für mich bisher noch weitgehend unbekannte Format des Barcamps genossen und ich kann nur sagen, Leute, kommt beim nächsten Mal selbst und seht, was das bewirken kann und was es ans Tageslicht bringen kann. Ich kann dieses Format Barcamp wirklich nur empfehlen und für mich habe ich die Entscheidung getroffen, beim nächsten Mal werde ich auch dabei sein. Ganz herzlichen Dank an alle, die das möglich gemacht haben. Und ja, auf und weiter zu neuen Ufern. Ja, und damit schließe ich. Vielen Dank. Ciao, ciao.